alles doof, gewiss Allah, den Herrn der Welten, den König der Könige, den Herrn der Herren, alles doof, gewiss Allah, der uns erschaffen hat, der uns zu Muslimen gemacht hat, der uns alles gegeben hat, was wir haben, alles doof, gewiss Allah, der uns immer wieder seine unendliche Geduld zeigt, der uns unsere Sünden vergibt, und wir bitten ihn immer wieder, uns unsere Sünden zu vergeben, und wir geben die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit nicht auf. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich ermahne euch und mich und erinnere euch und mich selbst daran, gottesfürchtig zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Aufruf und diese Erinnerung immer wieder im Koran erwähnt. Und die Gottesfurcht hat er unter anderem folgenden Vers darauf hingewiesen, als er sagte, oh, ihr glaubt, fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime. Liebe Geschwister, ohne Gottesfurcht wird dein Iman niemals vollkommen sein. Und Gottesfurcht bedeutet eben, dass du unterlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, weil du eben weißt, dass er dich jederzeit sehen kann und du dich niemals vor ihm verbergen kannst. Liebe Geschwister, das Gleichnis eines gläubigen Menschen ist vergleichbar, oder ein gläubiger Mensch ist vergleichbar mit einem Vogel. Der Vogel, wenn wir uns ihn betrachten, hat zwei Flügel, fliegt im Himmel, deswegen ist er ein Vogel, weil er fliegen kann. Es gibt zwar Ausnahmen, aber in der Regel ist es so. Und dieser Vogel, liebe Geschwister, solange seine Flügel schlagen, fliegt er. Und solange seine beiden Flügel gleichmäßig stark schlagen, fliegt er auch geradeaus. Sobald ein Flügel ein bisschen stärker schlägt als der andere, dann macht er eigentlich eine Kurve nach links oder eben nach rechts. Und wenn er seine beiden Flügel oder einer von den beiden aufhört zu schlagen, dann fällt er runter und Allah subhanahu wa ta'ala hält ihn nicht mehr im Himmel fest, denn niemand hält ihn fest im Himmel außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der gläubige Mensch ist so ähnlich wie dieser Vogel. Solange der Mensch beide seine Flügel schlagen lässt, dann ist er lebendig. Und sobald er einen von diesen Flügeln aufhört zu schlagen, dann ist er eben nicht mehr lebendig. Was sind die beiden Flügel? Die beiden Flügel sind, liebe Geschwister, auf der einen Seite die Hoffnung und auf der anderen Seite die Angst. Sobald einer von diesen beiden Flügeln die Oberhand gewinnt oder sobald einer dieser beiden Flügel ausfällt, dann kann er nicht mehr fliegen und der gläubige Mensch kann nicht mehr wirklich lebendig sein. Denn mit Lebendigkeit meine ich hier den Glauben, weil der gläubige Mensch, das Gleichnis eines gläubigen Menschen und einer Person, oder einer Person, die Allah gedenkt und einer Person, die Allah nicht gedenkt, ist ja das Gleichnis eines Lebendigen und eines Toten. Liebe Geschwister, deswegen darf niemals die Angst überwiegen oder die Hoffnung überwiegen. Sobald eines von den beiden überwiegt, dann geht man in die falsche Richtung. Sollte man auch von diesem geraden Weg einmal abkommen, ein bisschen nach links gehen oder nach rechts gehen, auf einen Irrweg geraten, dann muss man auf jeden Fall den einen Flügel natürlich stärker in Gang setzen als den anderen, damit man wieder die richtige Position eben erreicht. Und deswegen der gläubige Mensch, wenn er eine Sünde begangen hat, dann sofort schwingt bei ihm sein linker Flügel, weil eben das der Flügel der Angst ist. Und das muss jetzt überwiegen, damit er wieder auf die richtige Bahn kommt. Und sobald er ein bisschen nach rechts abschweift vom geraden Weg, weil er etwas Gutes getan hat, weil er etwas Gutes getan hat in dem Sinne, dass er jetzt vielleicht überheblich wird oder nicht weiß, ob die Tat angenommen wird, dann muss sofort sein anderer Flügel schlagen, damit er eben die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht verliert und damit er eben auf diesem geraden Weg bleibt. Liebe Geschwister, ein Beispiel dafür, wie der Shaytan, der verfluchte Shaytan, einen Versuch vom geraden Weg abzukriegen ist. Sobald man eine Sünde begangen hat, dann normalerweise hat uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht, dass man Allah um Vergeben bitten soll. Aber der Shaitan sagt einem, das bringt doch nichts, dass du jetzt sagst, Astaghfirullah, atubu ila Allah, das macht doch keinen Sinn, dass du jetzt Allah um Vergebung bittest. Und dass du Allah sagst, ich wende mich dir reuevoll zu, bitte vergib mir, obwohl du genau weißt, dass du die Sünde wieder vorhast zu begehen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das nicht so uns da geschildert hat, wie der Schaitan es einem versucht zu verkaufen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim, wenn der gläubige Mensch eine Sünde begangen hat, dann
Und er dann sagt, O Herr, ich habe eine Sünde begangen, bitte vergib sie mir. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagen, mein Diener weiß ganz genau, dass er einen Herrn hat und dass dieser Herr die Sünden vergeben kann und auch einen zur Rechenschaft ziehen kann für die Sünde, die man begangen hat, und deswegen werde ich ihm diese Sünde vergeben. Und seht ihr, liebe Geschwister, wie dieser Mensch die Hoffnung nicht aufgegeben hat, obwohl er diese Sünde begangen hat, und trotzdem hat sie danach bereut und Allah um Vergebung gebeten, und deswegen hat Allah ihm seine Sünde vergeben. Ebenso weist darauf hin der folgende Hadith, ebenfalls bei Bukhari, der Muslim überliefert, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Unheil, was den Menschen trifft, bezüglich seiner Familie, bezüglich seiner Kinder, bezüglich seines Vermögens, all dieses Unheil, das ihn trifft, wird getilgt durch die Gebete, durch sein Fasten und durch die Sadaqa und durch das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten. Was damit gemeint? Was mit dem Unheil gemeint, das einen trifft? Das Unheil, was dich treffen kann durch deine Familie, ist zum Beispiel, dass du sie ungerecht behandelst. Und deswegen, das ist eben eine Sünde, die du begangen hast. Oder, dass du eben deine Kindern irgendetwas angetan hast, was ihnen nicht zusteht. Auch die ungerecht behandelt. Das ist ein Unheil, das dich treffen kann durch deine Kinder. Oder dein Vermögen, dass du mit dem nicht genau das gemacht hast, was Allah eigentlich von dir will. Das ist ein Unheil. All diese Unheile in dem Geschwister bekommt man weg, solange sie klein sind, durch die Gebete, das Fasten, durch die Spenden und durch das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten. Deswegen, liebe Geschwister, ist der Gläubige immer auf diesem Weg und achtet darauf, dass er das Gleichgewicht hält zwischen Angst und zwischen Hoffnung und niemals, niemals sich sicher davor ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas mit ihm im Schilde führt. Niemals sich sicher davor ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas mit ihm plant, aufgrund seiner Sünden, die er begangen hat. Und ebenso, kein gläubiger Mensch der Welt, liebe Geschwister, ist sich sicher und sagt, ich weiß, dass ich ins Paradies kommen werde. Was lässt sich wissen, was in den letzten Momenten deines Lebens oder in den letzten Tagen geschieht? Es gibt gläubige Menschen, die ihr ganzes Leben lang gläubig gewesen sind, liebe Geschwister, aber dann ereilt sie eine Krankheit am Ende ihres Lebens. Und dann sind sie im Krankenhaus oder wo auch immer und dann unterlassen sie ihre Gebete und verrichten sie nicht mehr, weil sie sagen, sie sind krank und sie können jetzt ihre Gebete nicht mehr verrichten. All dies ist ein Zeichen, ein schlechtes Zeichen für solche Menschen. Und was lässt dich wissen, wie du reagieren wirst, wenn Allah dich prüft mit einer Krankheit, wo du nicht mehr schlafen kannst, ob du dann wirklich deine Gebete alle noch richtig verrichten wirst. Der Gläubige, die Sahaba radiallahu anhum, waren auch nicht so, dass sie, nur weil ihnen Dinge versprochen worden sind. Manche von ihnen wurden das Paradies direkt versprochen, liebe Geschwister. Manche von ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, hat er die Tazkiya für sie herabgesandt und gesagt, sie sind gute Menschen, sie sind rechtschaffene Menschen, sie sind gläubige Menschen, und trotzdem hat keiner von ihnen gesagt, solange Allah das gesagt hat, gilt das, und das steht im Koran, und es wird auch nicht verändert werden, und Allah kennt die Zukunft, und deswegen verlassen wir uns einfach darauf, sondern es war umgekehrt. Das heißt umgekehrt, sie haben gewusst, dass diese Vorbotschaften, die sie bekommen haben, diese Läuterungen, diese Seligsprechungen im Koran, die haben sie bekommen aufgrund bestimmter Taten, die sie begangen haben. Und zum Tat gilt der Iman auch dazu. Und liebe Geschwister, oder umgekehrt, liebe Geschwister, und sie wussten, wenn sie eines Tages sich verändern, dann gilt diese Vorbotschaft eben nicht mehr für sie. Liebe Geschwister, der gläubige Mensch, wenn er etwas Gutes getan hat, hofft er auf die Belohnung Allahs und vertraut darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch ihn dafür belohnen wird, und gibt die Hoffnung diesbezüglich nicht auf. Aber er ist sich niemals sicher. Er ist sich niemals sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihm alles akzeptieren wird und dass er auch in diesem Zustand morgen auf Allah treffen wird. Denn sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht und gesagt, in einem Dua hat er zu Allah gebeten und gesagt, O du derjenige, der die Herzen wendet, bitte festige mein Herz auf deine Religion. Liebe Geschwister, Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes hat sagen hören. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt. Er hat bei sich 99 davon gelassen und eine einzige Barmherzigkeit hat er zu seinen Geschöpfen gesendet. Wenn der Ungläubige wüsste, was es an Barmherzigkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt, würde er niemals die Hoffnung auf Allahs Paradies aufgeben. Der Ungläubige, der als Kafir gestorben ist,
Und wenn der gläubige Mensch wüsste, was es an Strafen bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt, würde er sich niemals sicher fühlen vor dem Höllenfeuer. Diese Hadith ist überliefert bei Al-Bukhari. Und liebe Geschwister, diese Hadithe, sie bestätigen eben, dass der Gläubige zwischen Angst und Hoffnung immer leben muss und nicht eine Sache aufgeben darf. Aber diese Angst und diese Hoffnung, liebe Geschwister, sie muss begründet sein. Sie kommt nicht einfach von ungefähr. Man muss etwas dafür tun. Wenn du Hoffnung haben willst auf eine Sache, dann musst du etwas dafür getan haben, Hoffnung zu haben. Und genauso wie wenn du Angst um eine Sache hast, weil du hast eine Sünde begangen, hast du Angst. Das ist nicht unbegründet. Warum, wenn wir eine Sünde begangen haben, haben wir Angst vor der Sünde, aber wenn wir das Paradies wollen, dann wollen wir nichts dafür tun, um Hoffnung auf das Paradies zu haben. Nein, liebe Geschwister, so wie das eine sich verhält, verhält sich eben auch das andere. Barakallahu fikum. Liebe Geschwister, alles Gute mit Allah, Allah Segen und Heil seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich möchte euch noch folgenden Hadith mitteilen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar macht, dass die Hoffnung, die man hat auf das Paradies und die Vergebung Allahs, hat Gründe, und die Vergebung Allahs, Entschuldigung, die Angst, die man hat ebenfalls Ursachen. Also es gibt nicht etwas, was umsonst einfach so kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zwischen seinen Menschen, zwischen seinen Dienern gerichtet hat, dann will er die bestimmten Menschen aus dem Höllenfeuer wieder rausnehmen. Weil während diesem langen Tag, diese 50.000 Jahre, die der Yawm al-Qiyamah dauert so lange, dann gibt es Leute, die in die Hölle geworfen werden. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Richten fertig ist, dann möchte er bestimmte Menschen aus der Hölle wieder rausnehmen, weil sie sollten nur auf Zeit reingehen. Sie waren nämlich Muslime, Sünder, und Allah möchte sie reinigen durch dieses Feuer. Denn sie hatten es nicht verdient, dass Allah sie ihnen vergibt, erst nachdem sie eben ihre Strafe absitzen müssen. Und deswegen ordnet Allah subhanahu wa ta'ala seinen Engeln an und sagt zu ihnen, dass sie sie aus dem Höllenfeuer rausnehmen sollen. Die gläubigen Menschen, die reingehen mussten, weil sie Sünden begangen haben. Aber die Engel, woher sollen sie diese gläubigen Menschen erkennen, wo sie doch alle verbrannt sind? Wie willst du zwei Leichnamen miteinander, wie willst du zwei Leichnamen unterscheiden, die sich voneinander, wenn sie verbrannt sind, Jahrtausende lang, und die Engel können das auch nicht. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Hinweis gegeben, und zwar, sie werden sie erkennen an den Stellen, wo sie Niederwerfungen gemacht haben. Das heißt, die Stirn, die Nase, die Hände, die Knie, die Füße, das sind die Stellen, die Geschwister, die man braucht, um sich niederzuwerfen und Sujud zu machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Höllenfeuer verboten, dass das Höllenfeuer diese Stellen verbrennt oder frisst. Und deswegen werden die Engel sie erkennen und sie werden sie aus dem Höllenfeuer rausnehmen, und dann wird man sie beschütten mit Wasser, das man Wasser des Lebens nennt. Und dann werden sie wieder heranwachsen, wie sie eigentlich zuvor gewesen sind, bevor sie ins Paradies eingehen dürfen. Und liebe Geschwister, dieser Hadith, der sagt ganz klar und deutlich, dass es gibt einen Grund, warum diese Menschen Hoffnung haben dürfen. Denn sie haben ihre Gebete verrichtet. Und die Engel haben sie daran erkannt. Und die Engel werden die anderen nicht daran erkennen können, liebe Geschwister. Und deswegen, das zeigt, dass wenn man Hoffnung haben will auf Allahs Barmherzigkeit, das Erste, was man tun muss, man muss seine Pflichten Allah gegenüber erfüllen, egal was andere Menschen sagen, egal was deine Freunde sagen, egal wie du dich schämst, nicht schämst, schäm dich niemand von niemandem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Egal was deine Eltern sagen, was deine Kinder sagen, was deine Lehrer sagen, prinzipiell, liebe Geschwister, Allahs Gebot ist das höchste Gebot und darf durch nichts anderes überboten werden. Und man würde Allah subhanahu wa ta'ala alleine fürchten und ihm bei der Furcht niemandem beigesellen.